der Aufmarsch der Gladiatoren. Feuerwehr, da steht der ganze Trupp bereit. Mahlzeit. Tag, Männer. Servus beieinander. Armin hat was vorbereitet. Okay. So, Armin, dann erzähl mal ein. So, Jungs, während ich jetzt hier sitze und echt viel zu tun habe, muss ich auch noch was trinken, okay? Aber bevor ich was trinke, habe ich eine schöne Aufgabe für euch. Und zwar habt ihr jetzt 2 Stunden Zeit, eure Autos umzubauen für ein Crash-Rennen. Ich gebe euch noch einen Helfer jeweils. Jeder von euch kriegt einen Helfer. Und danach, um euer Auto noch mal zu verschönen, habe ich 2 Graffiti-Jungs besorgt, die danach eure Autos noch mal optisch ein bisschen pimpen. Okay? Also, gebt Gas, ihr habt nämlich nur 2 Stunden Zeit. Und das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Für den Umbau gibt es übrigens keine Punkte. Die werden dann morgen beim Crash-Rennen vergeben. Also, gebt Gas, ihr habt nämlich nur 2 Stunden Zeit. Ja. Jetzt gibt's gleich wieder Blut. Da will ich mal sicher. Ärger, Rumgeheule und so weiter und so fort. Okay, du kommst zu mir. Ich? Ja. Seid ihr schon? Matthias? Johnny. Johnny, freut mich, Johnny. Na, der ist ja der Punktewertung. Warum? Helge. Hi. Also für die Challenge muss man sich natürlich ein Konzept überlegen, ohne zu wissen, wie die Strecke aussieht. Wer als Letzter noch fährt, gewinnt das Crashrennen. Ich brauche einen Rammschutz, ich brauche hinten was, was die Leute verunsichert, und ich brauche ein martialisches Design. Alle Werkzeuge und Schraubergeräte liegen bereit. Wer am cleversten baut, hat die besten Chancen im späteren Rennen. Möge das große Flexen, Sägen, Hämmern und Schweißen beginnen. Los geht's. Du hast einen Timer an? Ich habe einen Timer an, wir können immer zwischendurch gucken. So, also pass auf, was ich auf jeden Fall haben will, ist, wir schneiden, wir legen den Motor frei, wir bauen nicht die ganze Haube ab. Ich will den Stern haben, auch zum Zielen später. Wir rennen einfach mal ein bisschen rum. Wo liegen hier Stahlsachen? Moment, ich zeig dir was. Okay. Auch bei Niki ist erstmal Materialsuche angesagt. Na, da steht einer der Gabelstapler. Den haben wir schon mal. Das ist das für vorne. Sehr gut. Andere Seite bitte. Warte, geh mal weg. Ja, ich leg die da drüben hin. Alles raus, was keine Miete zahlt. Alles, habe ich gesagt. Das da, Verbandskasten, den lassen wir mal da. Geil, freie Auswahl. Also, Rohre haben wir? Stahlrohre, die brauchen wir auf jeden Fall. Hier, guck mal. Kette. Die Kette nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Welchen Plan hat Niki? Schutz. Natürlich ganz vorne Kühler, das ist und bleibt das Wichtigste. Und werden wir schon sehen, was rausgeht. Ja, es wird viel Radau gemacht bei den anderen, aber wir kennen uns dafür aus und haben einen guten Plan, also passt. Zuerst die Suche, dann der Plan, ist das Motto von Helge. Halt mal gleich ran. Ja, das ist geil. Das passt auch zu unserem Haifischmaul. Zehn Minuten sind rum und wir sind fast fertig. Jetzt kommt der mit dem richtigen Moped. Jetzt hab ich die groß. Jawohl. Jetzt haben wir die groß. Mit der schneiden wir. Aber sowas von. Das ist geil, Leute. Jetzt geht's richtig los. Das ist meine Musik. So, Gewichtsersparnis. Gewichtsersparnis haben wir mal. Optik, Gewinn. Mehr Luft, mehr Leistung. Da ist das Kraftpaket, Leute. So läuft der Hase. Yes! Niki widmet sich erstmal ausgiebig der Front. Wir werden jetzt hier vorne den Rest draufschmeißen. Schaut gut aus, dass links und rechts gleich rausgeht. Dann kannst du mal Schweißgerät organisieren. Ne? Es geht um Crash und es heißt Abwehren, Rammen, Schützen. Bam! Helge legt wohl mehr Wert auf die martialische Optik.
Aber wenn das Ding abreißt, ne, dann fahr ich da drüber. Selber. Okay. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Sieht gut aus, gell? Helge, was ich da gerade gehört habe, ne? Du wirst nicht drüber fahren, sondern du wirst drauf hängen bleiben. Und du wirst wie so ein Käfer mit allen vier Rädern in der Luft dastehen und sagen, nee, ich kann nicht weiterfahren. Nee. Das ist geil. Machen wir. Er hat wieder zu große Träume. Und dann hier Eisenkette und da ganz oben verschweißen. Ja. Matthias geht absolut strategisch vor. Wir wissen ja, dass wir auf unbefestigten Straßen unterwegs sein werden. Und daher bist du mit Sommerreifen nicht so richtig gut am Start. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Winterreifen rausgesucht, die ich jetzt gleich mitnehmen werde. Die sind super. So. Der Vorteil von Winterreifen? Der Gummi ist weicher als bei Sommerreifen. Das heißt, die Traktion auf Dreck und im Schlamm ist besser beim anstehenden Crashrennen. Auch Helge rüstet jetzt auf bei seinem BMW. Guck mal, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zum Schutz der hinteren Räder das hier drüber machen? Hier verschweißen. Das wäre eine gute Idee, ja, könnte man. Genauso auf der Mitte. Und abstreben unten. Helges Rammschutz sollte schnell fertig werden. 1,5 Stunden Zeit für den kompletten Umbau bleiben noch. Helge, was hast du dir da für eine Kleiderstange rausgesucht? Ja, Mann, ich muss ja unterwegs Klamotten wechseln. Da fahre ich mit meinem Daimler einmal dagegen, dann ist das Ding weg, immer. Das werden wir sehen. Da brauche ich gar nicht dagegen fahren, da muss ich nur dagegen husten. Niki ist immer noch an der Front zugange. Die vordere Ramme wird festgeschweißt. Total fachmännisch natürlich. Boah, fuck. Da ist echt das. Oh, Scheiße, gib mir einen Schuh, ne? Hey Jungs, das sind Schweißnähte, da komme ich in der Meisterprüfung, mache ich die nochmal mit einer 1. Was hat eigentlich Matthias jetzt mit noch mehr Reifen vor? Wie viele brauchen wir denn, Johnny? Ich denke so 10 bestimmt. 10? Ja, bestimmt, oder? Ja, weißt du, was die Karre dann wiegt? Dann ist er aber gut gepolstert, oder nicht? Gut gepolstert ist halb gewonnen, ne? Ja, denke ich, oder? Helge arbeitet weiter am passenden Look für sein brachiales Konzept. Ich weiß nicht, ob das hält. So. So. Und jetzt? Das rutscht doch hier runter. Das ist scheiße hier mit dem Kleber. Kraft zu absorbieren, dass wenn ich im Auto sitze, ich nicht hier wieder so einen Nackenschaden kriege, wie sonst immer, weißt du? Ja. Ja, genau. Der Plan? Die montierten Reifen sollen als Rammschutz dienen gegen die Attacken der Kontrahenten von hinten. Matthias Crashrenner nimmt also langsam Gestalt an. Niki arbeitet inzwischen immer noch vorne. Ah, das wäre der Horst-Gutzi fix. Oh! Herr Schelle hat sich was Massives ausgesucht. Ja, Matthias. Und er hat sich was ausgesucht, was auch zu seiner Wagenfarbe passt. Optik. Ich wusste gar nicht, dass die Optik so wichtig ist, Niki. Ich bin hier der Diet. Aber ich trage Handschuhe, also nicht ganz. Ja? Immerhin, ja. Und bei Helge? Projekt Mad Max Mobil Thomsen geht in die nächste Runde. Geil. Ja, bestens. So, Stocker-Schutz. So, die Hälfte der Zeit ist rum. Wir haben einen Plan und wir haben die Hälfte auch schon umgesetzt. Also, sieht gut aus. Was darf bei einem Rennauto nicht fehlen? Genau, ein Spoiler. Nee, come on. Wir machen aber einen zweistufigen. Die roten Dinger kommen da noch drauf, da kommt noch eine Platte oben drüber, weißt du? Ich bin der Aerodynamik-Spezialist. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass das mittig wird. So ist es mittig. So. Wie lange sind die? Nicht so lang. 25 mm?
Reicht. Wir müssen hinten noch eine lange runter machen. Ja, schön festdrücken. Tuning Schmiede. Eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, wenn wir was verlieren, ne? Ja, dann fahren die anderen drüber und fahren die Autos kaputt, ne? Das erste Mal hinten drauf fahren, wird es ein Spoiler werden, nach vorne überholen, weil da mir die Augen werden rollen. Das hält, oder, Johnny? Ah ja, bombefest. Alles klar. Helges Angriffskonstruktion sollte beim Rennen morgen besser halten als der Spoiler von Matthias. Sonst wird es gefährlich. Hinten müssten wir eigentlich noch schweißen. Ah! Fuck. Ah. Bremsenreiniger zur Erstversorgung. Wenn's hilft. Noch 30 Minuten. Das ist. Yes, passt. Soll ich dir was halten, Schatzi? Ne, es geht doch. Das sieht gut aus, Mann. Und dann machen wir noch einen quer unten rum, ne? Ja, genau. So, wir schneiden jetzt den Auspuff ab. Erstens vom Gewicht her, zweitens geht es natürlich auch von unten. Wenn er getroffen wird, knickt er vielleicht ab. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Showkarren bauen andere. Rallyefahrer Niki setzt ausschließlich auf Haltbarkeit, wenig Gewicht und Performance bei seinem Crash-Rennauto. So, gefühlte 5 Kilo wieder weniger. So, mit den Gurten sichern wir das und ziehen den Körper hier noch mal so ein bisschen rum. Gut, genau. Jetzt ist es wirklich ein richtig geiler Rammschutz. Zwei reichen, sonst ist zu viel Gewicht. Die andere Seite, warte. Alles für die Aerodynamik. Hier so. Das zwar ist der Witz an dieser Apparatur. Wir leiten die Luft von vorne, die angeströmt wird, ja. Leiten wir um dieses Teil hier, das der Außenspiegel ist, drumherum, damit es da nicht so viele Verwirbelungen gibt. Das macht dieses aerodynamische Teil hier. Helges BMW verbreitet schon jetzt Angst und Schrecken. Fehlt nur noch die Kriegsbemalung vom Profi-Sprayer. Also ich hätte gerne so eine Mischung aus Jagdbomber-Design mit einem Haifischmaul, U-Boot und so Piratenschiff. So. Guck dir mal das Auto von Niki an. Der Niki hat eine Sache an seinem Auto geändert und das ist vorne dieser Träger. Es geht hier auch ein bisschen um Schönheit, Eleganz und Aerodynamik vor allen Dingen. Soundcheck ist sozusagen. Hey, kannst du meinen Auspuff reinschauen? So wird es die ganze Zeit bleiben. Also ich hätte Angst. Matthias ist jetzt auch am Design für seinen Aerodynamikrenner. So, also du ziehst die türkisen Linie, ziehst du da? Genau, die ziehe ich dann aber auch über die Reifen durch. Ziehst du sie durch die Reifen? Durch die Reifen, genau. Okay, dann mache ich die Radkappe drauf und dann könnt ihr da schon mal anfangen zu spielen. Und ne, wirklich, mach crazy, mach verrückt, mach wie du Bock hast, ne? Tob dich aus, als wenn das ein Waggon wäre von der Deutschen Bahn. Geil, jetzt hängen wir die Kette hier rüber, oder? Nee, einfach so, dass man in der, oder? Oder soll man so? Dass die Schiss haben, da hinterher zu fahren. Genau. Da, weil wenn es abfällt, die fahren drüber, Kühler kaputt. Mit Kabelbindern und Gaffer wird die Welt zusammengehalten. Lass mal das bloß kurz anschauen. Helge will mir. Jetzt schauen wir mal hier an. Das ist fachmännisch gemacht. Also das hält normal 8000 Newtonmeter aus. Also das ist nicht die Sollbruchstelle, das ist nebenan oder sowas. Für was denn? Wenn ich richtig Gas gebe mit meinem Heckantrieb, dann geht das Ding hinten runter und wirbelt mit meiner Eisenkette so viel Staub aus, dass du gar nichts mehr siehst und am nächsten Pfeiler landest. Helge, sowas, das haben andere so am Geldbeutelhänger so mischt. Und du hast das hinterm Auto. Was soll denn der Dünnschiss? Das ja, du vielleicht mit deinem Hartgeld-Portemonnaie. Das komm, das ist jetzt ja mach deinen Scheiß fertig. Das kann auch nicht brauchen. Die Bauzeit neigt sich dem Ende zu. 5 Minuten bleiben noch. Der Zustand des Autos ist sensationell. Guck dir einfach mal das aerodynamische Konzept an. Ja? Hier hinten diese Fender ist dem Bootsbau entlehnt, natürlich. Ja?
Und das wird dafür sorgen, dass die Jungs einfach abprallen, wenn sie mich rammen wollen. Wie ist der Stand bei Niki? So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber wenn man mal hinschaut, es ist doch einiges an Gewicht rausgegangen. Aber ich denke, unsere Frontkonstruktion, aller Ehren wert. Wir hatten natürlich einen Plan, ganz schnell. Den haben wir auch gut umgesetzt. Ist schon sehr martialisch geworden, also ich bin guter Dinge. Ob die Umbauten der Jungs was taugen, wird sich am nächsten Tag beim Rennen herausstellen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Jungs gebaut haben. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch richtig geile Aufgaben für die. Peter, fahr weiter bitte. Und zwar nach Niederwürzbach. Der Dirt Track des saarländischen Motorsportclubs ist Tatort der 5. Challenge. In der Nähe des Tracks treffen die Kontrahenten mit ihren fertig umgebauten Crashrennern das erste Mal aufeinander. So, ich bin bereit. Hier muss irgendwo die Dirt Track Strecke sein für unser Crashrennen. Ja, meine Karre ist so geil geworden. Ich kann mich selber den ganzen Tag drüber freuen. Ich habe jetzt so eine Mischung gemacht aus Jagdbomber und Mad Max, weil es ist wirklich Endzeit, was hier jetzt gleich passieren wird. Ja, was für ein Auftritt! Hast du verstanden, mein Freund? Junge. Das ist ein Formel-1-Auto. Formel 1. Fürs Offroad-Fahren. Hier mit Export-Kennzeichen oder was? Nee, das hier sind aerodynamische Flaps, mein Freund. Dadurch wird das Auto noch besser durch den Wind gehen. Hier hinten die große Frittentheke. So ein bisschen auch angelehnt an den AMG Project One. Kennst also, du? Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich, AMG Project One. Also da muss man ja so viel Fantasie entwickeln. Dieses Auto, was ich da gebaut habe, ist eine Mischung aus Angriffslust und so ein bisschen auch Verteidigung. Ich habe bewusst den Fokus drauf gelegt, dass ich besser angreifen kann als verteidigen. Deswegen habe ich an der Traktion gearbeitet, habe mir hinten Winterreifen aufgezogen. Also ich denke mal, dass ich auf jeden Fall eine bessere Traktion haben werde als der Helge. Geiler Auftritt. Ja. Ich weiß zwar nicht, was du damit anfangen willst. Also pass dir auf, das hier, jetzt kommt Schelle. Wieso kommt Schelle jetzt schon? Also das war schon mal ein schönes Untersteuern da hinten um die Kurve rum. Was heißt denn Untersteuern? Das Heck ist ausgebrochen. Das war die Handbremse, aber da war jede Menge Untersteuern am Start. Steht bei dir Mond drauf? Ja. Willst du dich da selbst hinschießen? Genau, ich würde das Auto gerne da hinschießen, aber zuerst schieße ich euch da hin. Ihr habt okay. Eine, zwei Gurken da irgendwie umeinander gelobt oder sowas. Das ist die Macht. Meinen Mond EO, muss man ja bloß anschauen, rein auf Performance getrimmt. Kühler, denke ich, wird das Wichtigste sein. Wenn das Ding von die Grätsche macht, dann geht es immer recht lange. Deswegen habe ich den so fest eingepackt, wie es geht. Also du hast jetzt eine Rakete gebaut. Genau. Du hast einen AMG-Prototypen aus der Formel 1-Abteilung. Genau. Und du? Und ich habe irgendwas. Irgendwas. Und jetzt kommt der Challenge-Boss höchstpersönlich. Der Sieger der großen Grip Challenge darf beim nächsten Mal Hamids Job übernehmen und sich spektakuläre und fiese Challenges für die Grip-Jungs überlegen. Mahlzeit. Oh. Ah. Oh. Was für ein Auftritt. Jungs, Jungs. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind bereit. Noch schon? Seid ihr bereit? Wir sind sowas von bereit. Aber das ist, ich wusste ja schon, dass ihr krank seid. Ihr seid echt krank. Ja, ihr seid krank. So, ich habe eine geile Strecke vorbereitet für euch. Ja. Eine geile Strecke, okay? Die Regeln sind wie folgt. Wer zum Schluss noch fährt, der gewinnt. Es ist scheißegal, wie viele Runden und wer zuerst, es ist scheißegal. Wer zum Schluss noch fährt, der gewinnt. Okay. Last man standing. Last man standing. Aber ich gebe euch einen Tipp. Und bitte, nehmt meine Tipps ernst. Ja? Ansonsten habt ihr ein Problem. Raus damit. Okay? Ansonsten habt ihr echt ein Problem. Ja, macht's aber spannend. Macht nicht zu doll, weil ihr braucht vielleicht noch eure Autos. Hä? Komm, ich zeig euch jetzt noch die Strecke. Challenge 5. Das Rennen. Der Sieger bekommt 5 Punkte, der Rest geht leer aus. Die Strecke. Vom Start weg geht's zur Pylone. Weiter über den Sprunghügel und wieder Richtung Start.
Und zwar so oft und so lange, bis nur noch ein Auto fährt. Jetzt, wenn der Matthias gewinnt beim Rennen, dann ist er eigentlich durch. Dann hat er schon. Ich hoffe, der Helge kapiert das genauso. Wir müssen zusammenhalten, dass wir den Matthias jetzt rauskicken. Es hilft ja nichts. Ich werde die anderen Karren einfach stilllegen. Ohne Kompromisse. Es wird auf jeden Fall ein episches Rennen. Das da ist ein episches Monster dafür. Das Ding wird abliefern. Bis zum bitteren Ende fahren. Wer zum Schluss noch fährt, der gewinnt. Und das ist geil. Mehr geht nicht. Und dann bin ich echt gespannt, wie die Autos danach aussehen. Das wird ein Schlachtfest. Jetzt wird's wirklich ernst. Jetzt ist die Frage, wie ist die Taktik? Wer zuerst losfährt, kann auch schnell rausgedreht werden. Okay, dann schauen wir mal, was das so gibt. Also ich sag mal so, alleine vom Soundcheck her ist ja mal ganz klar, wer da die Nase vorne hat. Seid ihr bereit? Ja. Verstanden. Moment. Moment. Bereit halten? Ja. Nein! Ich bin noch gar nicht fertig. Helge ist der Mutigste. Weil wenn du als erstes losfährst, kannst du auch als erstes rausgekickt werden. Der Helge macht gleich den ersten, würde ich mal nicht so machen. Alter! Oh Scheiße! Oh Scheiße! So Matthias, gib mal Gas! Was soll die Scheiße? Komm, komm, komm! Pass auf, pass auf, pass auf! Oh nein, er kommt! Fuck! Scheiße! Mein Rahmenschutz ist weg! Was war das denn, ey? Nein, 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 nicht schon wieder! Ich wusste, dass das richtig zur Sache geht. Und jetzt dreht Matthias durch. Ich fahre einfach eine kleine Runde. Ich fahre einfach eine kleine Runde. Die Ratte! Oh. Alter Schwede, diese Sprungkuppe ist nicht gut. Eckflügel hat er verloren. Oh, Matthias! Da liegt ein Auspuff. Alter Schwede, ist das hart. Oh, Scheiße. Oh, ich bin über meinen eigenen Stabi gefahren. Das Resultat? Ein platter Reifen. So ausgebremst ist Helge eine leichte Beute. Da lässt Niki sich nicht lange bitten. Und schlägt zu. So, Alter, du bist fertig. Niki ist gnadenlos. Niki haut alles weg. Alles weg. Oh, Scheiße. Ich würde mal sagen, Helge hat ein Problem. Sein Reifen ist durch. Auch Matthias nutzt sofort seine Chance und attackiert Helge. Oh, ei, ei, ei. Oh, Alter. Hau ab! Das nennt man, glaube ich, gedreht. Die große Frage ist, so ist meine Vorderachse noch am Start? Ich habe ihn schön in die Grube gedreht. Fuck! Helge ist stehen geblieben. Das war's mit Helge. Was ist hier los? Oh. Ich glaube, das war's für mich. Ich glaube, Helge ist raus. Ja, Helge ist raus. Fuck, ey. Guck ich mir das Rennen halt von hier an. So, und jetzt machen die beiden das unter sich aus. Der Matthias oder Niki? Das ist eigentlich die Helge-Taktik, das mit dem Einstauben. Trotz viel Staub ist Niki in der strategisch besseren Position. Er kann Matthias jetzt jagen und vor sich hertreiben. So, jetzt müssen wir noch mal Matthias packen.
Und jetzt kommt's ja. Wer zum Schluss noch fährt, der gewinnt. Nein, Niki, nein, nein, nein. So einfach werde ich sie nicht machen. Nur wenn Niki das Rennen gewinnt, hat er noch Chancen auf den Gesamtsieg. Bei der großen Grip Challenge. Entsprechend aggro ist er unterwegs. Ah! Er spinnt doch! Schnell weg hier! Ja, fahr zu! Das macht Matthias! Niki im Ford gegen Matthias im Mercedes. Wer überlebt am längsten beim Crashrennen? Die Frage ist auch, wie lange macht mein Kühler das noch mit? Und wie lange machen meine Hände das noch mit? Alter Schwede. Rallye-Fahrer Niki ist hier auf seinem Terrain und treibt Matthias gnadenlos vor sich her. Alter! Oh mein Gott! Boah! Boah! Matthias fährt nur noch wild zickzack in alle Richtungen, in der Hoffnung, Niki abzuschütteln. Ob das klappt? Müssen wir die Richtung eigentlich einhalten? Nein! Fuck! Nicht überschlagen, bitte nicht überschlagen. Nicht! Alter! Wenn Matthias jetzt ausfällt, gewinnt Niki das Rennen. Mann, Mann, Mann. Okay, das war's. Niki, fahr weiter! Fahr weiter! Shit! Die Frage ist, kann Schelle noch weiterfahren? Ja, logisch. Ja, dann fahr! Fährst du noch? Er fährt noch! Ich raste aus! Schelle ist the last man standing. Das kann nicht wahr sein. Der Rallye-Meister hat es mal wieder hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Danke. Ich flipp aus. Jungs. Yeah. Hast du sensationell gemacht. Mit Köpfchen. Aber das Wichtigste und ist, ohne auch einmal nur zurückzuziehen. Null. Immer null. Voll in immer meine Karre voll. Rein. Ich raste aus. Oh Mann, ey, mich hat so schnell rausgerissen. Also Jungs, jetzt doch mal ehrlich, ich bin doch Humanpan, oder? Ja. Doppelt Vogel. Alter, diese Schwede. Verdammte Mondrakete hat es tatsächlich geschafft. Yes. Alter Schwede. Der Matthias hat die Reifen verteilt, das war ja Wahnsinn.